Mein Setup hat er wohl gespeichert. Ja, Meisterschaftsmodus sollte normalerweise nichts falsch sein. Benni, bist du auf einer schnellen? Ja. Ich lass dich vorbei. Okay, ja. Oh. Oh, Dave. Ja. Bitte noch nicht. Thank you.
Ja, Glückwunsch. Sind alle im Ziel. Dann nicht ganz. Oh. Ja, stimmt. Ja, Glückwunsch Sebastian. Anton nochmal. Geiles Comeback. Ja, GG, ja. Digga. Sehr starke Runde. Danke. Ja, Glückwunsch. Ich bringe hier schon mal eine Entschuldigung an, dass ich zum Teil sehr off-track war. Allerdings nicht in der schnellen Runde und schneller hat es mich sowieso nicht gemacht. Aber ich habe irgendwie nicht so eine saubere Runde zusammenbekommen, leider. Ja. Ja, ich habe auch alle Bestzeiten in jeweils unterschiedlichen Runden. 13. waren bei mir drin. Ne? Sonst geht's ewig. 13. waren bei mir drin. Sehr ärgerlich. Ah. Ja, ich habe irgendwie zweimal lila Sektor gehabt. Also erster und zweiter Sektor. Und dann habe ich mich halt so... Ich weiß nicht, normal sollte man sich davon nicht ablenken lassen. Ich habe mich so verrückt machen lassen. Habe halt in den letzten 3 Kurven halt einfach so richtig viel Bullshit gebaut. Und ja, und danach habe ich halt dann... gar nichts mit zusammenbekommen, leider. Schade. Dave, gib am besten die Session auf, dann ist vorbei. Ich pausiere mal schnell die Aufnahme. Jetzt bin ich gespannt auf den Abstand zu Sebastian, weil da bin ich zu faul, um das zu kalkulieren. Soll ich einmal nochmal gucken? Also. Ja, du bist 0,247 hinter Nein. Sebastian. Ah, ja, gut. Die theoretischen Bestzeiten addiert. Hätte es das gegeben, aber egal. It happens, it happens. Waren aber ein paar sehr ordentliche Runden, aber keine Runde, war so Spitzenzeiten-mäßig. Okay. Nö. Ups. Ja, bei Sebastian aber auch. Hat er in seiner schnellsten Runde keinen persönlichen besten Sektor gesetzt. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Uiuiuiui. Ja, ja, eng. Die ersten drei sehr eng, beziehungsweise auch die ersten vier sind sehr eng. Auch stimmt. Beieinander. Ja, die anderen kannst du auch die ersten 5 sagen. Boah. Okay, die ersten 5. Also wenn du so weit ausholst. Also, aber ich muss sagen, ich bin ganz glücklich über den ganzen Verlauf jetzt. Nachdem ich ja endlich in der Session bleiben konnte, hatte ich, glaube ich, ein bisschen Schwein. Ich habe mir schon gedacht, ich krieg's bestimmt nicht auf den ersten Versuch mit und habe mir extra für eine Runde mehr Sprit mitgenommen. Genau das war's dann auch. In meiner ersten Runde habe ich so einen dicken Fehler drin gemacht, habe ich die abgebrochen und die zweite war's dann erst. Krass. Du bist richtiger Gerät, bist du. Weil ich so schlau bin. Ich wusste, ich schaff's nicht in der ersten. Hat einfach mal sich, ist einfach auf dem C63 AMG umgesattelt und hat einfach mal hier eine Bombe runterhin gedroppt. Oh, es regnet. Ach, Luli, ich stamm wieder von der Pol. Sorry, Sebastian. Ich rufe uns da mal. Gugi, ich hab da eine Idee. Pass mal auf. Wir, das können die anderen ruhig auch hören. Nee, pass mal auf. Wir wissen alle, dass die Wets länger halten wie die Inters. Wir nehmen einfach die Full Wets und fahren durch. Stimmt, ja. Das, so machen wir das. Das ist auch logisch. So, aber ich geh jetzt aber mal an. Man kauft euch halt ab, ne? Noch länger hält der Hypersoft. Ja, nach Österreich und Kanada kauft man User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. You were moved. Was geht ab, Digi? Was geht, Digga? Gute Runde. Ja, danke. Ja. Ich glaube, ich war noch nie so unter Druck, jetzt unbedingt liefern zu müssen. Nachdem meine erste Runde eine 25 irgendwas war. Auch in deiner aktiven Zeit bei Lieferando. Okay. Ich muss gerade niesen, sorry. Das ist wahrscheinlich Karma. Mach bitte ganz laut. Okay, warte. Scheiße, wir drehen die Augen, aber der Nieser kommt nicht durch. Das ist Karma. Ja. Ah. Wir drehen die Augen, aber nicht wegen des... Doch. Oh Gott. Ach du Kacke, was mache ich jetzt mit dem Flappy Bird? Lass ich so, denke ich, ne? Ja. Was hast du denn überhaupt für einen? 7-11. Ah, okay. Ich wusste, dass du vorne weiter runtergehen wirst als ich. Ich bin eigentlich... Mein Trockensetup ist 6-9. Also ich fahre das ich fahre auch im Trockenen das Porsche Setup. Okay. Ja, ich habe mir dann aber gedacht, irgendwie jetzt wenn es nass geht, hinten auf jeden Fall 11. Ja, bei mir wie gesagt Porsche Setup. Ja. Und alle Zuschauer denken sich, hä? Aber sie haben es ja gesehen. Ach komm, die Leute wissen doch wohl, was Porsche, also der 718. Da kommt man schon drauf, denke ich. Ja, 918, ne? Genau. Ich hab das 63er AMG-Setup.
6-3, das ist glaube ich scheiße. Ja, was für Flügeleinstellung hast du? 6-3. Was für Federeinstellung? 6-3. Was für Stabilisatoren? Du weißt. Ja, 1-1. Ist sehr blöd gelaufen, dass Sebastian jetzt eine Strafe hat, aber dadurch können die Leute, die sich immer beschweren, dass es eine pinke Dominanz gibt, jetzt wieder beschweren, dass die beiden Force India ganz vorne sind. Man hat es, glaube ich, in Monaco ein bisschen gemerkt, wir fahren jetzt etwas lockerer. Insofern sage ich, now we can fight und bereite dich auf ein bisschen Wheelbanging vor, mein Lieber, denn du wirst die eine oder andere harte Aktion von mir erleben. Zum Beispiel werde ich gleich eine Gurke kaputt machen. Hi! Hi! Ja, nee, aber keine Ahnung. Ich meine, dass du Meister bist, ist ja jetzt eh schon und falls es was geben sollte, wo ich dich halt abschieße, dann mache ich das. Dann mache ich das, genau. Nee, in so einem Fall würde ich das natürlich auch dementsprechend auf dich warten oder so. Jetzt. Ich will halt einfach nur, dass wir nochmal ein bisschen schönes Racing haben, weil Monaco hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich gegen die KI teilweise ungefähr gefahren bin. Ja, aber Baku ist nicht mit Ungarn vergleichbar. In Baku ist eine Gerade länger als die Strecke in Ungarn. By the way, wie viel Sprit nimmst du eigentlich mit? Hey, ungefähr. Ich habe jetzt 56 Kilo. Ich nehme so zwischen 44 und 64 Kilometer. Wow. Wie viel hast du? 60? 56, sagte ich. Ach so. Ja, ein bisschen mehr nehme ich 37 Runden oder so. 38 Runden so die Gegend hätte ich gemacht. 3 Runden extra, ich denke, das ist gut. Ja. Ja, ich werde wahrscheinlich einen Ticken weniger mitnehmen. Ja. Mal ist halt Ungarn, ne? Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, dann solltest du... Minus 4 Runden. Dann solltest du deine Deutschkenntnisse etwas aufbessern. Ja, Leute, ihr merkt, es kommt nichts Produktives zustande in der Nachbesprechung. Okay, dann sagen wir Tschüss, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei allen anderen, keine Ahnung, bei... Mit wem spricht Markus jetzt eigentlich? Mit Gugi und Ray. Ach so. Ja, stimmt. Ray und Markus verstehen sich sehr gut. Gott. Wollen wir es beenden? Was ist heute für ein Tag? Es ist Mittwoch. Nein, es war... Freitag. Ja, okay, gut, dann... Tschüss. Würde ich sagen... Moment. Wir müssen ja erstmal alles Dingens machen. Wir haben ja in der Folge über Jan Seifert gesprochen. Haben wir? Bei mir nicht. Ich habe ja nur ganz klein bisschen vom Kuh. Ach so, ja, stimmt. Im Kuh wurde über Jan Seifert gesprochen. Wenn euch ein Podcast mit, also wenn euch Langstreckenrennen interessieren, schaut mal gerne beim Team Radio Podcast rein. Ihr findet uns auf YouTube, Soundcloud und so weiter und so fort. Anton und ich sprechen da sehr, sehr viel über coolen Motorsport. Und letztes Mal war Jan Seifert dabei und ich habe gerade mein Soundkabel abgerissen. Geil. Und ansonsten Däumchen. Tschüss. Tschüss.